Oh, nee. Nee, 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 ich bin hier drin. Ich bin hier drin, wenn du mich willst. Ich bin hier. Kommt. Kommt. Ey, ihr könnt vergessen, dass ich da rausgehe. Kommt gefälligst her. Ey, ihr Mistviecher, ich hasse euch. Lebt er noch? Oh oh. Die leben nicht zu lange. Okay. Du mein liebes Stumpe wärst, zeige mir, wie du mich retten kannst. Ich wollte schon sagen, jetzt kommt noch mehr. Mir geht langsam die Muni aus. Ich weiß nicht, wie viel ich noch für den. Hey, wer da war das? Hey, ich hab das letzte Mal übersehen. Okay. Ich guck überall durch, trotzdem übersehe ich immer wieder Sachen. Das ist lustig. Das ist echt. Gebt dieses Spiel bitte irgendeinem Kind, was nachts nicht einschlafen kann. Das hilft. Das wirkt Wunder. Ein Allzweckheilmittel. Soll ich bitte zurück und zurück? B. Nö, ich soll den Aufzug benutzen. Aber ich gehe jetzt trotzdem speichern. Was habt ihr jetzt davon? Ja, bitte. Ich glaube, das Spiel kommt bestimmt einem noch gruseliger vor, wenn man die ganzen Todesanimationen schon gesehen hat. Da habe ich damals mal welche gesehen, vor 2 Jahren, als das Spiel erschienen ist, so im Test. Habe ich gesehen, auf welche Weise Isaac hier alles sterben kann, durch die Viecher hier. Und ich glaube, wenn man das gesehen hat, macht einem das noch mal ein bisschen mehr Angst vor dem Spiel. Och nö, wo sind wir? Wir sind Ebene. Welche Ebene sind wir? Jetzt lassen wir echt noch die Auswahl der Ebenen. Okay, wo ist unser Questlog? Kommentar. Nein, ich möchte oben auswählen. Ich würde gerne irgendwie auswählen, dass ich oben switchen will. Navigieren. Ja, schön. Eingabe auswählen, Tab verlassen. Ja. Und immer noch navigieren. Wie komme ich in mein Questbuch? Das ist doof. Wie öffne ich das Aufgabenbildschirmchen? Gucke ich gleich mal nach. Ja, das dauert bestimmt nicht lange, deswegen tue ich dann nicht extra ausschalten dafür. Brotkrümel? Brotkrümel ist B. Deswegen heißt es B wie Brotkrümel. Okay, da hat mir ja wirklich Brokkoli und Blumenkohl besser gefallen als Brotkrümel. Mission. J. Okay, besser. Hammond wartet im Cockpit. Aufzüge. Auf der ganzen Brücke gibt es Verteilerkästen. Ich könnte mich reinhacken in die Energie. Ja gut, einen habe ich. Und welcher war das jetzt? In welchem Stockwerk sind wir? Das ist die Frage. Ich würde nämlich gerne wissen, wo wir sind. Das steht aber nirgendwo dabei, oder? Wir sind, glaube ich, in Ebene 2. Deswegen gehen wir mal nach Ebene 1. Hör mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Okay. War schön zu wissen. This way? Da war einer lustig. Gibt's hier Ratten?
Schatten oder sowas? Ihr seid Menschen, oder? Ihr wart. Alter. Guter Witz. Aber das hier will ich haben. Sonst noch irgendwas, was mich hier draußen interessieren könnte? Du gehst mal weg. Ich baue die Tür wieder zusammen. Oh, Isaac, der kleine Bürstbastler. Schaut aber echt geil aus hier draußen. Wenn ich ja nicht am Sterben wäre, würde ich das viel länger genießen. Okay. Ja, ich benutze die Werkbank bestimmt unter Sauerstoffdrang. Ich würde sie ansonsten gerne benutzen, aber... ich weiß nicht. War ein kurzer Test. Nee, ich lasse es lieber. Ah, sehr schön. Wenn hier die Tür zu ist, reguliert sich der Sauerstoff wieder. Das ist gut. Weil ich glaube, ich habe doch noch einen Energieknoten gekriegt, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe so das... Ja, ich glaube von dem Vieh. Ja, ich habe noch einen. Sehr schön. Okay, Strahlenkanone. Nicht Strahlenkanone, bin ich verrückt. Unsere Weak, was können wir da eigentlich verbessern? Trefferpunkte und Luftkapazität. Nach und nach. Das heißt, wir können das wirklich langsam abgehen. Jetzt hat sich die nach oben Taste wieder eingeklemmt, oder? Nö, nur nach unten funktioniert nicht. Das ist auch eine Idee. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber wir machen den Plasma-Cut mal erstmal weiter. Mehr Nachladegeschwindigkeit, Kapazität wäre mal nice. Ja, da können wir doch da. Ja, natürlich können wir da unten lang gehen. Aber ich kann gerade nicht nach unten drücken. Ihr wisst, was das heißt. Einen Moment kurz. Ja, jetzt mach schon. Oder? Ja, war ja klar, dass das passiert. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. So, und jetzt bitte nochmal ein bisschen schön. Genau, Plasma-Cutter. Und du kriegst jetzt mehr Kapazität. Dass bloß viel mehr schöne Munition in dich hineinpasst. Dankeschön. Das heißt, da nehme ich auch 12 Schuss. Das ist doch viel schöner. Ja, nee, ist klar. Moment mal, für euch nehme ich mal was Dickes. Ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, noch niemals die... so viel die Sekundärschüsse angewendet. Nö, oder? Komm. Okay, ich glaube, ich sollte die Viecher nicht unbedingt machen lassen. Weil ihr habt es ja gehört. Die verformen Gewebe. Und, gehst du jetzt hoch? Irgendwie... alternativ auch einfach verkaufen, aber ich verschieße dann doch lieber alles. Vorsicht. Genau. Alles klar. Und
hier ist wieder so ein Punkt, wo ich nur mit Knoten reinkomme, oder? Also die Hilfe, der Tipp kam wirklich genau rechtzeitig. Ich bin echt stolz. Auf. Diesen Tipp. Was ist das? Hallo? Ah, dankeschön. Credits, wie viele? 2400. Ja, unseren Energieknoten haben wir fast schon wieder drin. Muni. 5000 Credits. Mittel. Und noch ein Halbleiter. Also wir haben jetzt auf jeden Fall unser Geld für den Energieknoten schon wieder drin. Nee, jetzt geht die Taste nach rechts nicht, oder was? Oh, machen wir so. Die zwei Strahlenmunition, die können wir auch wegwerfen. Genau. Dafür halbe Gold mitnehmen. Das hat doch was. Aber ich glaube, die Tatsache, dass das niemals so richtig funktioniert bei mir jetzt mit der Tastatur, die hängt immer mit der linken Shift-Taste zusammen. Sobald ich die dann wieder drücke, aber erst auf dem Desktop funktioniert es wieder. Obwohl da keine Hilfsfunktion oder sowas drin. Habt ihr die da aufgehängt? Oh mein Gott. Aber ständig macht diese Shift-Taste Probleme. Und da ich die linke Shift-Taste ja jetzt zum Rennen verwende und die Soft antippe, tue ich das regelrecht provozieren, dass meine Tastatur Eigenleben führt. Ja, zuerst da hoch, jetzt wieder runter, alles klar. Ich bin euer Bunny. Benutzt mich. Da lang kannst du nicht, sorry, du musst hier lang. Da wollte die Maus schon wieder nicht mehr richtig. Mein PC zerfällt zu Schrott. Na gut, aber das liegt jetzt wirklich an der Dead Space-Steuerung, dass die Maus manchmal ein bisschen nachzieht, weil ansonsten habe ich mit der keine Probleme, aber... Der Anblick ist ein bisschen berauschend. Ich bin high. Ich sehe die Sterne. Energiezufuhr, ja, halt damit. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Hallo. Oh nein, nicht dieses Infiziervieh. Stört. Ja, komm bitte auf mich zu. Aber auf direktem Wege. Ja, ja, lauf. Ich glaube, die Viecher sind auch klug und wissen, dass sie da nicht rein sollen, oder? Bei den ersten hat es so schön funktioniert. Was? Ja, genau, die benutzen die Lüftungsschicht, ich schon vergessen. Aha, das hält mich auf. Stimmt. Da war ja was. Ey, ich hab echt Schiss vor diesen blöden Dingern. Instant Death. Ich konnte das noch nie leiden können. Das Vieh. Aus jedem möglichen Scheiß werden hier solche Viecher gemacht. Ich glaube, es hakt. Okay, alles klar. Was ist denn in den anderen Türen? Habe ich da überhaupt schon geschaut? Kuckuck. Boah. Ah. Meine Augen.
Gefunkelt wieder was? Textlog. Logbuch des Captains. Aha. Überträger der Erstinfektion? Okay, alles klar. Es ist erst weniger als eine Stunde her, aber die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Das Fight Deck war nach dem Crash des Shuttles als erstes dran. Jetzt ist es bereits fast vollständig verseucht. Wir haben wenigstens die Hälfte der Krankenstation verloren. Wenigstens? Ja, gut. So gesehen mindestens. Wenigstens hört sich jetzt ein bisschen zweideutig an. Wenigstens haben wir die Hälfte verloren. Nein, wir haben mindestens die Hälfte der Krankenstation verloren und etwa ein Viertel des Maschinendecks. Vom Frachtdeck und Planetenbetrieb liegen noch keine Informationen vor, was Schlimmeres vermuten lässt. So hatte ich das nicht geplant. Wie geplant? Jetzt verarscht mich nicht. Das war geplant? Also wussten die vorher schon, was mit dem Marker passiert oder wie? Oh, lecker. Energieknoten. Oh. Und Credits. Die sehe ich immer gerne. Die nehmen keinen Inventarplatz weg. Ich müsste bald wieder Inventar lernen gehen. Jo, sehr schön. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Nichts passiert? Typisch. Ende des Vakuums. Und weiter geht's. Na? Hallo? Nee, Isaac. Danke. Und jetzt hoch. Nein! Ach so, deswegen. Stimmt, Ebene auswählen. Ich gehe mal zurück zur Ebene 2, dort wo ich herkomme. Und nutze es gleich mal zum Speichern und vielleicht sogar Zeugkram verkaufen. Nehmen wir mal als Zwischenstation, so ein als Safe Station, das wäre auch mal nicht schlecht. Es sei denn, hier sind wieder neue Viecher gekommen irgendwoher. Oh, das regt mich auf. Ich will immer W drücken. Was? Ach, das waren die Meteoren. Ey. Gut. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für diese Aufnahme. Dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme von Let's Play Dead Space. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.